bin momentan mal wieder dabei, krank zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht wird das mittlerweile bei mir schon zu so einer Art Volkssport, dass ich jeden Monat jetzt krank werde. Jedenfalls, wenn jetzt die nächsten Tage mal keine Videos kommen, dann wisst ihr auf jeden Fall auch warum. In den letzten Videos sind jetzt insgesamt über 200 Kommentare dazugekommen. Heißt, für mich wird das mittlerweile auch deutlich mehr Arbeit, Kommentare rauszusuchen. Finde ich auf jeden Fall keine krasse Aktion, dass ich jetzt neuerdings so viele Kommentare beantworten und raussuchen muss. Kamera ist an der Stelle auch mal wieder nicht gerade. Wir fangen direkt an mit dem ersten Kommentar von Shinobi LOL LPS and More. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber das Video kommt mir ein kleines bisschen sarkastisch rüber. Ich weiß gar nicht, was du da meinst. Also ich meine meine Videos eigentlich schon todernst, so wie ich dir auch sage. Die Leute hier haben auf jeden Fall das falsche Video gesehen. Ah ja, hier D4N1EL hat auf jeden Fall das richtige Video gesehen. Die anderen haben, glaube ich, einfach sich mit dem Video vertan oder das falsch kommentiert, weil ich mache keine guten Videos. Da seid ihr auf jeden Fall irgendwo falsch gelandet. Prometheum Blaze, du hast den Poro geschadet, weil du ihn nicht gestreichelt hast. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Kaltreinre schreibt, das erste Mal, dass ich bei einem Video von dir wirklich gelacht habe. Du bist wahrscheinlich auch auf einem Video, das nicht von mir ist, gelandet. Hier haben wir wieder eine kleine Konversation. Kein Dave schreibt, naja, endet mein Wochentag nur knapp, nur dass bei mir alles um 12 Stunden verschoben ist. Bro Schwitzers Antwort darauf ist, YouTuber leben, dazu kann ich nur sagen. Völlig richtig. Finpack schreibt, hast du eigentlich immer die gleiche Bettwäsche? Ja, so gesehen schon, aber im Sommer entwickelt die sich zu einer Sommerbettwäsche. Und im Winter zu einer etwas wärmeren Winterbettwäsche. Horrordrecken schreibt, kamen keine Tier, aber bestimmt Menschen zu Schaden. Jeder, der meine Videos schaut, kommt zu Schaden. Und ich denke mal nicht, dass nur Tiere meine Videos schauen. Aber auch bestimmt so ein kleiner Prozentsatz von 70-80%. Bro Schwitzer schreibt, Hashtag Produktplatzierung, kauft meinen Artikel. Gut, dass du das an der Stelle mal hier reinwirfst. Heute der erste Link in der Videobeschreibung. Ein Schwitzgerät. Wenn es was nicht gibt, halt irgendwas anderes. Let Shadow schreibt, Abo gegen Abo. Mit dir immer wieder gern. Ansonsten können wir alternativ auch gerne Faust gegen Fresse nehmen. Keine Grüße an der Stelle an dich. Marius TV 1.1k. Das Video ist verdammt scheiße. Steckt gar keine Logik dahinter und die Bearbeitung ist so eine absolute Lächerlichkeit. Liebe Grüße, dein Nichtigi Marius. So, Kommentar motivieren mich ja. Das gibt mir die Kraft, weiterzumachen. Nochmal Finpacks, du musst mal mehr Links in die Beschreibung packen, sonst kommt da kein Geld bei rum. Eigentlich eine gute Idee. Heute der zweite Link in der Videobeschreibung zu Finpacks und diesmal nicht werbefrei. Also da könnt ihr auch draufklicken. Lentonogen hat uns hier einfach mal einen Wikipedia-Eintrag zum Wort verarschen rausgesucht. Ich habe mir an der Stelle aber mal seinen eigenen Kanal angeguckt, bin da auf Folgendes gestoßen. Seine Kanalbeschreibung, achte. Hallo, ich bin Lentonogen. Ich mache gerne Gameplay-Videos und Tutorials. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Gucken wie ich beim Aufnehmen. Hab mir dann mal versucht, seine Videos anzugucken. Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte. Ah, so viel Spaß hast du also beim Aufnehmen. The Viper King 2K schreibt, nicht gutes Video, ich bin nicht dabei. Jetzt bist du dabei. JK Doe schreibt, werbefreier Link, wie bezahlst du morgen dein Essen? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich lasse es einfach ausfallen, ich brauche das eh nicht. Lasergurke 3D schreibt, nächstes Mal eine extreme Edition. Nö. MMG 2334 schreibt, ist da wer beim Aufstehen hängen geblieben? Ja, haben heute Freitag, den 13. Ich bin heute Morgen beim Aufstehen. Ich bin einfach hängen geblieben, Mann. Ich komme nicht mehr raus. Wenn in 10 Jahren das ja einer sehen sollte, sagt meine ich vor allen Kindern, dass ich sie liebe. Es war eine schöne Zeit hier auf YouTube, ja. Doch, aber es ist vorbei, es tut mir leid. Das nächste Mal, wenn ein Kommentar kommentieren kommt, hoffe ich, dass ich nicht wieder so lange nach Kommentaren suchen muss. War diesmal echt anstrengend.